Hallo und ja, willkommen. Heutiges Thema Lesungen und ich werde einen Teil aus Der Duft von Marienkäfern vorlesen. Ja, beim letzten Mastermind-Treffen war das Thema Lesungen bei uns und ja, ich dachte halt bisher, naja, suchst dir halt ein Kapitel raus und dann liest du halt einfach und gut ist. So, hab mir da also schon Gedanken gemacht, nur nicht so intensiv. Aber letzten Endes ist es ja so, dass es mir ja völlig frei steht, was ich halt vorlese. Also sprich, sollte man gar nicht unbedingt einfach sich irgendwie ein Kapitel raussuchen und das dann strikt von vorn bis hinten vorlesen oder so. Sondern, ich kann ja mit meinem Text machen und den so gestalten, wie ich das halt möchte. Ne? Und kann oder sollte da zumindest auch versuchen, viele verschiedene Emotionen zu wecken oder halt Spannung zu erzeugen. So verschiedene Dinge halt. Ja, und bei dem Treffen, wie gesagt, ich hatte ja für mich schon ein Kapitel rausgesucht und dachte, ja, ich nehme einfach das, das ist ganz schön so für den Einstieg. Und ja, und wie dann Sandy so erzählte, das sollte schon halt verschiedene Emotionen wecken, spannend sein und ja, am Ende natürlich logisch Cliffhanger, weil wir wollen ja, dass ihr unsere Bücher kauft und dann wissen wollt, wie es weitergeht. Ich wurde immer kleiner in meinem Stuhl und dachte, okay, muss ich da, glaube ich, nochmal schauen, weil, ja, das ist zwar ein schönes Kapitel, aber jetzt so wirklich spannend ist es halt auch noch nicht unbedingt, ja. Und dann ging es los in meinem Kopf, es fing an zu rattern wie bekloppt, weil, naja, willst ja auch nicht zu viel verraten, wenn du jetzt schon diese eine Sache verrätst, dann weiß man das halt schon. Und das ist ja, zieht sich ja am Anfang des Buches hin, zum Beispiel wie Wolken im Meer. Da, ja, wenn ich das Thema halt jetzt schon angesprochen hätte, dann wüsste man das eben schon. Und das zieht sich aber erstmal so ein bisschen hin, baut sich halt auf, ne? Und dann wird es halt erklärt, was da eigentlich los ist bei der Loni. Also dachte ich mir, okay, nee, das kannst du jetzt halt auch nicht machen, ist ja blöd. Ja, also habe ich mir jetzt erstmal Der Duft von Marienkäfern genommen und habe mir dort, eine Szene rausgesucht, die ja schon auch viele ansprechen könnte und halt schon irgendwo so gewisse Emotionen erzeugt. Ja, wir hatten uns in unserem Treffen darauf geeinigt, dass jeder mal, wenn er möchte, vorlesen darf, so 7 Minuten lang. Ja, der Text, den ich mir jetzt da rausgesucht habe, ich habe es geschafft in 7 Minuten und 5 Sekunden. Das ist cool. Nur hatte ich noch was hinten dran gefügt, was ich schon auch gern noch vorgelesen hätte, eben in Bezug auf diesen Cliffhanger, den man halt schaffen sollte. Ja, das habe ich dann jetzt halt weggelassen, weil das dann länger geworden wäre, was natürlich auch nicht so schlimm ist, aber trotzdem. Ja, also es gibt doch einige Sachen zu beachten, womit man einfach eine andere Wahrnehmung erzeugt von sich selber, ne? Indem man halt nie zusammengesunken irgendwo auf einem Stuhl sitzt oder so. Am besten wäre sowieso im Stehen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich dann so ein Zappel-Philipp bin und dann so, ne? Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Es ist ja alles nicht so wild. Habe ich jetzt einige Sachen zum Üben, wo ich das nochmal einfach auch nicht nur das Lesen an sich üben, sondern halt auch, dass man einen längeren Atem hat, dass man die Lungen mehr füllt und dort wirklich länger lesen kann. Dass die Stimme nicht unbedingt abkackt, das wäre auch ganz cool und vom Vorteil. Und dass man sich mal verliest, ja, ich glaube, das ist normal. Also da kann ich den Text 10.000 Mal gelesen haben. Und ich habe sogar das Gefühl, dass je öfter ich den Text gelesen habe, desto schlimmer wird es irgendwie. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie fange ich dann an, da tatsächlich Fehler zu machen. Das ist ganz eigenartig und merkwürdig. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch keine Lesung bisher gehabt. Wahrscheinlich wird meine erste Lesung bei Boutique Elena sein. Die haben da so ein Herbstfest. Ich weiß noch nicht genau, wann es ist. Werde ich mit ihr nochmal absprechen, mit der Elena. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich dort das erste Mal vorlesen. Ja, und dann war so gleich der nächste Gedanke. Naja, ich habe ja mittlerweile 3 Bücher.
Aus welchem lese ich denn da jetzt vor? Aus dem aktuellen? Oder ja, kann man sich halt aussuchen, ne? Denke ich mal. Ja, ist gar nicht so einfach. Ja, also auf jeden Fall werde ich aus Wie Wolken im Meer auch noch so eine Szene raussuchen. Vielleicht bleibt es dann auch bei dieser einen, weil ich die wirklich echt schön finde. Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so leicht, wenn man irgendwie auch nicht zu viel spoilern will und ja trotzdem halt Lust auf mehr machen möchte und halt einfach, dass ja die Zuhörer mal eintauchen können in das Ganze, in das Buch. Also ja, gar nicht so einfach. Also nicht einfach hinsetzen und was vorlesen, ne, sondern halt ja. Und dann war auch so ein Thema, was ich mich halt immer gefragt habe, naja, betont man gewisse Dinge besonders oder eher nicht? Auch das ist halt schon eher so vom Buch abhängig oder vom Autor halt auch, also auch von der Geschichte vor allen Dingen. Ja. Also ich habe die Heidi Metzmeier noch lesen hören. Es war dann leider etwas abgehackt, weil irgendwie unser Internet nicht so wollte, wie ich wollte. Und da habe ich leider nicht alles mitbekommen. Ja, die Heidi Metzmeier hat aus ihrem Buch Unter demselben Himmel vorgelesen. Und ich liebe dieses Buch ja jetzt schon. Also ich bin jetzt ungefähr, glaube ich, in der Mitte oder so angekommen. Und es ist Wahnsinn. Das gibt mir so viel zu denken irgendwie über unsere Welt und alles so. Ja, also es ist ein Reisebuch. Die erzählt über ihre Reisen in einem Stil, der, das ist, als würde sie es gerade dir erzählen. Das ist so geil geschrieben. Es macht richtig, richtig doll Spaß, das zu lesen. Und ja, ich tauche da auch sofort in diese Emotionen rein. Vielleicht nicht in derselben Situation, weil ich war ja noch nie in Afrika oder so. Nur, oder Namibia oder wo auch immer. Nur, ja, ich weiß nicht. Ich verknüpfe das dann so mit anderen Dingen, die ich vielleicht schon mal erfahren habe und die dann für mich halt neu waren in dem Moment, wie ich mich da gefühlt habe und alles so. Und da, ja, tauche ich halt damit so ein. Also es ist mega cool. Ja, und die hat es so, ja, so lebendig dann auch vorgelesen, ne? So wie sie das Buch auch geschrieben hat, so hat sie es dann halt auch vorgelesen. Also wirklich, als würde sie gerade, ja, uns einfach nur davon erzählen, von dieser Geschichte in dem Moment. Also das war richtig, richtig schön. Zumindest das, was ich gehört habe. Naja, die Technik ist halt immer so. Genau, ja, und jetzt, wenn ihr Lust habt, dann, ja, könnt ihr 7 Minuten aus Der Duft von Marienkäfern lauschen. Viel Spaß! Ich steige aus dem Auto aus und fühle mich merkwürdig. Während sich in mir drin so viel verändert hat, manchmal ein Tornado aus Gefühlen und Gedanken alles verwüstete, sieht hier alles aus wie immer. Kann und soll ich jetzt einfach so weitermachen? Ein nahtloser Übergang? In den Entlassungspapieren steht, dass ich eine mittelschwere depressive Episode hatte und wieder arbeitsfähig bin. Doch wie stellen die sich das vor? Ich fühle mich nicht geheilt und erst recht nicht imstande, einfach weiterzumachen, wie vor diesem ganzen Mist. Wenn ich in mich hineinfühle, ist da nichts wieder okay. Es braucht Zeit, haben sie gesagt. Und nun bleibt mir nur geduldig zu sein und mich auf das zu besinnen, was ich gelernt habe und es anzuwenden. Viele Dinge sind in den letzten Wochen hochgekommen und ans Tageslicht getreten. Dinge, die ich verdrängt und vergessen hatte. Unsere Gehirne vergessen manche Geschehnisse, aber unser Körper und vor allem unser Nervensystem zeichnet alles auf. Das war die Erklärung meiner Therapeutin, als ich so erschrocken und aufgelöst vor ihr saß, wegen dem, was damals war. Vor vielen, vielen Jahren. Mein Handy klingelt und holt mich ins Hier und Jetzt zurück. Es ist Alice. Dieser Mistkerl hat mich verlassen. Die Entfernung ist ihm zu groß. Und das merkt er erst jetzt? Alice, ich weiß, du hast gerade andere Sorgen. Aber könntest du vielleicht trotzdem auf eine Stunde vorbeikommen? Jetzt bereue ich, dass ich ihr nicht gesagt hatte, wann ich entlassen werde. Wahrscheinlich denkt sie, dass ich schon seit ein paar Tagen zu Hause bin. Süße, das tut mir total leid, aber ich bin nicht mal zur Tür rein. Wir stehen gerade vorm Haus. Ich wurde heute entlassen. Stille. Dann ein Rascheln und ein Schluchzen. Ach, Scheiße, das wusste ich nicht. Dann komm erst mal zu Hause an. Vielleicht sehen wir uns die Tage mal. Zum Schluss hin wurde Alice' Stimme immer leiser. Sie ist süß, wenn sie versucht, vorsichtig zu sein. So wirklich kann sie mit meinem Zustand und dem Depressivthema nicht umgehen.
Umso rührender ist es, wie sehr sie sich bemüht. Ich denke, das lässt sich machen. Ich melde mich, Kopf hoch. Ich lege auf. Es fühlt sich merkwürdig an, wieder im Hier und Jetzt zu sein, die schützenden Mauern verlassen zu haben, als wäre ich allem nun schutzlos ausgeliefert. Wir gehen nach oben und ich packe gleich meine Sachen aus, um nicht erst groß über etwas nachdenken zu müssen. Schon jetzt bin ich überfordert mit all den Geräuschen und Gerüchen. Wenn ich dann noch an die Arbeit denke, merke ich schon, wie sich mein Magen verkrampft. Das hatte ich mir alles anders vorgestellt. Am Sonntagabend sitze ich völlig aufgelöst auf der Couch und weiß nicht, was ich tun soll. Den ganzen Tag über habe ich versucht, mir einzureden, dass ich wieder gesund bin und alles nun wieder besser wird. Aber die Unsicherheit, die Angst, die ständig schwankenden Gefühle sind immer noch da und sie haben mich in ihrer Gewalt. Ständig füllen sich meine Augen mit Tränen. Es ist zum Verzweifeln. Nick schaut mich besorgt an und schlägt vor, dass ich mir doch lieber noch einen ambulanten Therapeuten suchen soll. Und dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, sich noch eine Woche krank schreiben zu lassen. Immerhin muss ich mich erst wieder zurechtfinden. In der Klinik hinter schützenden Mauern ist es noch einmal etwas anderes. Ich bin ihm dankbar, dass er mir diese Entscheidung abgenommen hat und beschließe, seinem Rat zu folgen. Am Montagmorgen führt mein Weg also nicht wie ursprünglich geplant zur Arbeit, sondern zum Arzt. Dort angekommen spüre ich Hitze aufsteigen. Ich kratze an meiner Hand und überlege, was ich der Dame an der Anmeldung gleich sagen soll. Ich hasse diese Momente, wenn sie fragt, warum man da ist. Da höre ich, wie die Frau vor mir schlicht und einfach sagt, dass sie in die Sprechstunde möchte. Worauf die Schwester nicht weiter fragt, warum und weshalb, sondern es einfach hinnimmt. Ich bin an der Reihe, trete an den Tresen und sage, ich möchte bitte in die Sprechstunde. Es klappt. Sie fragt nicht weiter nach, liest meine Karte ein und gibt sie mir zurück. Nehmen Sie bitte Platz, Frau Wagner. Im Wartezimmer fühle ich mich trotzdem unwohl. Allen, aber wirklich jeden hier sieht man an, dass ihm etwas fehlt. Außer mir. Äußerlich sehe ich kerngesund auch aus. Doch mein Inneres fühlt sich an, als würde ich gerade jemand versuchen, ein zertrümmertes Haus wieder aufzubauen. Hallo, Frau Wagner. Ich habe den Brief aus der Klinik erhalten. Da haben Sie ja ganz schön was aufzuarbeiten. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Am liebsten würde ich den Arzt in die Arme nehmen, so dankbar bin ich für seine Worte und zuvorkommende Art. Ich schildere, wie ich mich gerade fühle und was so in mir vorgeht. Da ich in der Klinik besser mit einer Psychologin als dem Psychologen klargekommen bin, würde ich gern ambulant zu einer Therapeutin gehen. Vielleicht können Sie mir ein paar Kontakte vermitteln. Er hört aufmerksam zu und notiert sich einige Dinge. Dann überlegt er kurz. Ich denke, ein langsamer Wiedereinstieg ins Arbeitsleben könnte Ihnen helfen. Wenn man sich ein Bein gebrochen hat, bekommt man auch nach der Heilung erst einmal Physiotherapie. Ich wusste nicht einmal, dass es so eine Möglichkeit gibt und atme erleichtert auf. Das wäre wirklich eine große Erleichterung. Diese Wiedereingliederung war schon bei vielen Patienten hilfreich. Dann möchte ich es gern versuchen. Vielen Dank. Wir lächeln uns an. Erleichtert gehe ich mit einer Krankschreibung und einer Liste mit Psychologinnen, bei denen ich anfragen kann, wieder nach Hause. Die Idee mit der stufenweise Wiedereingliederung finde ich genau richtig. Das möchte ich auf jeden Fall versuchen. Zu Hause angekommen, setze ich mich mit einer Tasse Tee ans Fenster und lasse die letzten Wochen in der Klinik Revue passieren. Es hat angefangen zu regnen. Ich schaue den Tropfen zu, wie sie am Fenster herunterlaufen. Wehmütig stelle ich fest, dass ich noch nie in meinem Leben so viel Zeit damit verbracht habe, über mich und meine Gefühle nachzudenken. Ich hätte niemals gedacht, dass das wichtig wäre, habe immer geglaubt, es wäre egoistisch, an sich zu denken. Fast den ganzen Tag verbringe ich sitzend vorm Fenster. Der Regen hat etwas Meditatives und beruhigt mich. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Es war vielleicht jetzt nicht unbedingt die spannendste Szene oder so, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise emotional, ne, weil die Lena da ja gerade aus der Klinik entlassen wurde, aus der psychiatrischen Klinik. Und ja, deswegen dachte ich einfach, ja, weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die das Buch lesen, halt wirklich denken, sobald du aus der Klinik raus bist, dann, ja, wie wenn du halt aus dem Krankenhaus kommst, ne, dann bist du geheilt, dann ist alles wieder tutti, dann ist alles wieder schön und super. Und das ist aber nun mal bei psychischen Sachen eben nicht so, ne? Also Klinik war wirklich so der Startpunkt, so dieses, ne, wo das so langsam anfing, überhaupt erstmal dieses über sich selber nachzudenken. Und solche Sachen halt eben, ja, also das war wirklich der Startpunkt. Ja, genau. Und ich denke, ich werde einfach mal ein paar Leser fragen, Leser, Leserinnen, die schon die Geschichte gelesen haben, was sie denn als spannend erachtet haben oder was denen jetzt sehr gut gefallen hat. Und ja, dass ich das dann halt einfach mal mit aufnehme und ja, das halt einfach mal vorlese und übe und so weiter. Dass, wenn dann wirklich eine Lesung ansteht, ich dann auch was habe und nicht völlig verzweifle und denke, Gott, was lese ich jetzt nur vor? Ja, also ich möchte auf jeden Fall vorher vorbereitet sein und genau, mal gucken. Was ich mir absagen lassen ist, dass man nach so einer Lesung auch gerne, also es kommt natürlich immer drauf an, es ist immer sehr unterschiedlich. Mal hat man nur 10 Minuten oder 7 Minuten, mal hat man eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das kommt natürlich immer darauf an, wie das vorgesehen ist, dass man danach dann auch über den Text so ein bisschen redet, diskutiert. Ja, das wäre natürlich, das fände ich mega spannend, wenn das irgendwo mal der Fall wäre, dass man da einfach auch mal kurz sich mal austauschen kann oder so. Also das wäre für mich irgendwie das Schönste. Also ich mag es auch so, wenn mich jemand anschreibt, nachdem er das Buch gelesen hat und sagt, Mensch, du, vielleicht kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen oder wie war denn das und das oder was ist real und was nicht, ne? Obwohl aus der Duft von Marienkäfern ja eigentlich fast alles real ist, also 80% mindestens. Ja, also ich mag das total, ich finde das schön, wenn mich da jemand anschreibt und anfragt und da auch nicht schüchtern ist. Ich finde das total toll, wenn man da so in einen Austausch kommt und ja, gerade auch wenn dann wirklich jemand sagt, wow, das hat mir echt die Augen geöffnet. Ich konnte da vorher gar nichts mit dem Thema anfangen. Ja, ich habe aber Leute im Umfeld, denen es so geht. Und jetzt weiß ich halt einfach besser einzuschätzen, wie es denen geht, wie die sich fühlen. Und ja, das ist halt so, das ist so mein Wunsch gewesen an das Buch, dass es halt einfach ja, den Menschen hilft, die eben auch an Depressionen und Co. leiden und einfach wissen, okay, die sind nicht alleine und ja, wir können darüber reden und wir sind deswegen nicht schwach oder weiß ich nicht, anders. Nee, wir fühlen halt einfach mehr und ja, da haben halt eine kleine Macke. Ist halt so. Und das muss ja nichts Negatives sein. Also mich hat meine Depression wirklich ja, zu mir selber gebracht. Also mir hat das wirklich geholfen, auch wenn es in dem Moment echt scheiße war. Und es war wirklich eine Scheißzeit. Und wenn sie zwischendrin mal wiederkommt und ich merke, boah, da kommt wieder irgendwie was so, mittlerweile weiß ich halt, wie ich damit umgehe, wie ich das verhindern kann, dass das jetzt nicht übelst ausbricht und ich hier tagelang völlig unfähig für irgendwas bin. Ja, also man kann damit wirklich leben, denke ich. Und ich denke auch ganz gut. Allerdings habe ich dort auch andere Menschen getroffen und gesehen, die halt wirklich da so krass, so in sich drin waren, so gefangen gefühlt, und keinerlei Gefühle mehr hatten. Und also, ja, ich glaube, das ist dann so der Moment, wo man wahrscheinlich dann auch mit Medikamenten irgendwie doch nachhelfen sollte, damit man dort einfach, mal wieder rauskommt, weil man es sonst halt nicht schafft. Also da habe ich wirklich, auch viel Glück gehabt. Und, es war, denke ich, auch gut, dass ich, mir relativ schnell hab helfen lassen. Also mein Arzt hat das ja immer wieder angesprochen, hat immer wieder gesagt, na, wollen Sie nicht vielleicht mal, weil ich kann hier körperlich nichts mehr feststellen. An sich ist alles okay. Ich denke, das kommt wirklich von Ihrer Psyche, von Ihrem Kopf. Genau, und ja, da bin ich echt froh, dass ich mir da bei Zeiten hab helfen lassen, weil wenn ich überlege, wenn ich das noch weiter mit mir rumgetragen hätte, das hätte ganz schön doof ausgehen können. Gerade wo dann dieser Moment kam, wo ich so, ja, gar nichts gefühlt habe. Da war einfach nichts. Das war ganz, ganz komisch. Da war nichts da.
Ich konnte nicht lachen, ich konnte nicht heulen, ich konnte nicht wütend sein, gar nichts. Da war einfach nichts da. Es war einfach leer. Es war ja richtig, richtig gruselig und ich bin froh, dass das nur, ich glaube, 2 Wochen oder eine ging und dann ja, ist der Knoten Gott sei Dank wieder geplatzt. Gut, ja, damit das jetzt nicht hier ausufert, sollte ja eigentlich nur zum Thema Lesung mal kurz was sein. Ja, höre ich jetzt auch wieder auf. Ich denke, ich werde bestimmt in einem anderen Video vielleicht auch noch mal Fragen aufgreifen, die da öfter kommen in Bezug auf das Buch und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir da noch mal ja drüber sprechen könnten. Also dann, bis zum nächsten Video.